Und da bin ich daheim. Grüß Gott und guten Abend zur Rundschau. Und das könnte heute ein langer Abend für die Große Koalition in Berlin werden. Im Kanzleramt beraten Union und SPD die nächsten Politikprojekte. Damit will die GroKo nach der Sommerpause aber auch ein Zeichen setzen, nämlich dass sie handlungsfähig ist. Heute Nachmittag lange Schlangen vorm Kanzleramt. Nein, nicht etwa für den Koalitionsausschuss, sondern zum Tag der offenen Tür. Und da sind Anschauen und Ausprobieren ausdrücklich erlaubt. Als hätte die Kanzlerin schon im Kopf, dass Markus Söder gleich hierher kommt, will sie von den Gästen wissen. Wer kommt aus Bayern? Oh! Offensichtlich sind jede Menge Bayern gekommen. Beim Koalitionsausschuss geht es heute Abend unter anderem um die Außenpolitik. Und die Kanzlerin erklärt den Besuchern, wie sie zum Beispiel den Brexit einschätzt. Ich glaube, das ist auch besser. Man tritt mit einem Vertrag aus als ohne, aber wenn es nicht anders geht, dann sind wir auch auf den anderen Fall vorbereitet. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD reden heute auch über die Klimapolitik, über Miete und die Schaffung von Wohnraum, über die Abschaffung des Solidaritätszuschlages und über die Grundrente. Um 17.30 Uhr kommt dann die Große Koalition zusammen. Bereits eine halbe Stunde danach berichtet Innenminister Seehofer, dass die GroKo politische Lösungen habe. In den Fragen: Wie können wir dichter bauen? Wie können wir höher bauen? Wie können wir, ohne die Landschaft zu zersiedeln, auch im Außenbereich sinnvolle Baumaßnahmen leichter gestalten? Auf noch etwas haben sich Innenminister Seehofer und Justizministerin Lambrecht verständigt, nämlich darauf, dass die Mietpreisbremse bis 2025 verlängert werden soll. Also das Treffen läuft, Achim Wendler vor dem Kanzleramt. In welchem Raumklima kommen denn Union und SPD zusammen? Ziehen da alle an einem Strang? Naja, einige ziehen im Moment nicht so wirklich in dieser Regierung und in die ganz gleiche Richtung ziehen auch nicht alle. Man kann unterm Strich festhalten, es ist für die Regierung wohlgemerkt gut, dass sie nicht in ganz unterschiedliche Richtungen zieht. Das Klima, danach hattest du gefragt, ist ein Klima der Verunsicherung. Die SPD sucht sich selber, bei der CDU kommt Annegret Kramp-Karrenbauer noch nicht so richtig in Gang. Und dann sind auch die Landtagswahlen in 2 Wochen. Das alles belastet die Arbeit der Koalition etwas. Diese Landtagswahlen in Ostdeutschland, wird da heute Abend auch so ein bisschen Wahlkampf gemacht? Das hoffen die Ostdeutschen, dass die Koalition hier in Berlin den Wahlkampf im Osten nicht, so ist es nämlich aus ostdeutscher Sicht, weiter belastet, sondern endlich mal mit Rückenwind sich da einschaltet. Nehmen wir mal Sachsen, da steht die CDU gleich auf mit der AfD und die SPD liegt an 5. Stelle und die ostdeutschen Wahlkämpfer führen das zurück auf mangelnde Unterstützung, teilweise sogar Gegenwind aus Berlin. Und man kann es an einem Beispiel festmachen. Grundrente ist seit langem umstritten, für die Wahlkämpfe im Osten wichtig. Aber dass Union und SPD heute da zusammenkommen, ist keineswegs ausgemacht. Achim, ganz kurz noch. Gibt es trotzdem vielleicht handfeste Entscheidungen heute und wird es eine lange Nacht? Immerhin zum Mietenschutz, der Verlängerung der Mietpreisbremse, was wir gerade gehört haben, da haben die Koalitionsspitzen das, was Seehofer und Lambrecht vorher vereinbart hatten, schon abgesegnet. Und ansonsten soll heute Abend, das ist ein fest definiertes Ziel, der Fahrplan zum Klimaschutzgesetz im September feststehen. Wohlgemerkt noch keine inhaltlichen Beschlüsse, aber ein Fahrplan. Ob es darüber hinaus Einigungen, wie gesagt, zur Grundrente gibt, zum Solidaritätszuschlag, das ist im Moment noch nicht absehbar. Also steht viel im Raum. Dankeschön, Achim Wendler, live aus Berlin. Syrische Asylbewerber in Deutschland, die öfter in ihrer Heimat Urlaub machen, die könnten ihren Flüchtlingsstatus verlieren. Das hat Innenminister Seehofer angekündigt. Flüchtlinge könnten dann nicht ernsthaft behaupten, in Syrien verfolgt zu werden, erklärte der Minister. Hierzulande leben derzeit rund 780.000 syrische Asylbewerber. Open Arms will nicht nach Spanien. Die Besatzung des Rettungsschiffs hat ein Angebot von Spaniens Premier Sanchez zur Aufnahme im Hafen von Algeciras abgelehnt. Das sei angesichts der Notlage an Bord nicht durchführbar. Unterdessen sind mehrere Migranten von der Open Arms ins Meer gesprungen und Richtung der süditalienischen Insel Lampedusa geschwommen.
Trotz Regenwetters zogen heute wieder Hunderttausende in Hongkong auf die Straßen und protestierten gegen den wachsenden Einfluss Pekings. Redner mahnten alle Seiten, keine Gewalt anzuwenden. Weder der zum Teil heftige Regen noch die Regierung in Peking hielt die vielen Hunderttausend Anhänger der Demokratiebewegung davon ab, in den Victoria Park von Hongkong zu kommen. Weil dort nicht alle Demonstranten Platz hatten, war die Innenstadt rund um den Park auf mehreren Kilometern dicht. Die Demonstration gilt als Gradmesser, wie hoch der Rückhalt der Bewegung in der 7,5 Millionen Einwohnermetropole ist. Nahe Hongkong wurden mittlerweile Truppen zusammengezogen. International wächst nun die Sorge vor einer militärischen Intervention wie vor 30 Jahren auf dem Platz des himmlischen Friedens. Damals wurden die Proteste der Demokratiebewegung in Peking blutig niedergeschlagen. Staatspräsident Xi Jinping hat sich bislang noch nicht zu der Lage in Hongkong geäußert. Afghanistan meldet den schwersten Anschlag seit langer Zeit. Mitten in einer Hochzeitsfeier jagte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Mindestens 63 Menschen starben, 180 Gäste erlitten Verletzungen. Unter den Opfern sind auch viele Kinder und Frauen. Es ist der schwerste Anschlag in Kabul seit Monaten. Ziel war eine schiitische Hochzeitsfeier mit rund 1200 Gästen. Der Attentäter sprengte sich in der Nähe der Bühne in die Luft. Mittlerweile hat sich die sunnitische Terrormiliz IS zu der Tat bekannt. Immer wieder werden in Afghanistan Hochzeitsgäste Opfer von Terrorattacken. Die großen Hochzeitshallen in Kabul sind Zentren des gesellschaftlichen Lebens in der Hauptstadt, die von Jahrzehnten des Kriegs geprägt ist. Die Taliban, die in der Vergangenheit ebenfalls schwere Anschläge verübt hatten, verurteilten die Tat. Erneuter Waldbrand auf Gran Canaria. Im Zentrum der spanischen Urlaubsinsel hat ein Feuer seit gestern weitere 500 Hektar Land verwüstet. Mehr als 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da das Gebiet schwer zugänglich ist. In derselben Region war erst vor 4 Tagen ein Waldbrand unter Kontrolle gebracht worden. Nach Bayern. Im Kampf gegen den Klimawandel braucht die Menschheit auch intakte Wälder. Das bestätigen Forscher immer wieder. Forstbesitzer müssen deshalb gerade umdenken und Bäume anpflanzen, die robuster sind gegen Dürre und Stürme. Und auch in Bayern, da forschen die Experten momentan am Wald der Zukunft. 2015 Orkan Niklas, heuer an Pfingsten ein schweres Unwetter. Im Wald von Johann Weibel sind fast alle Fichten entwurzelt. Bäume, die sein Vater Anfang der 60er Jahre gepflanzt hatte, weil das damals so empfohlen wurde. Wenn man das immer so hört, dann war das wahrscheinlich nie die richtige Baumart für dieses Gebiet. Die letzten angeknacksten Fichten entfernt der Harvester. Angesichts des Klimawandels ist Weibel unsicher, was nachkommen soll. Bergahorn und Baumhasel oder Schwarzkiefern aus Kalabrien oder Weißtannen aus Rumänien. Derzeit läuft der Waldumbau meist noch mit heimischen Arten, aber am Amt für Waldgenetik in Teisendorf werden auch schon Exoten wie Zedern untersucht. Allerdings dauert es viele Jahre, bis man weiß, ob eine Baumart wirklich nach Bayern passt. Zumindest in einem Punkt sind sich die Fachleute einig: Waldbesitzer sollten jetzt auf einen Mischwald setzen. Das Risiko auf verschiedene Schultern, sprich auf verschiedene Baumarten legen. Wenn vielleicht eine der ausgewählten 4, 5 Baumarten später Probleme bekommt durch Schädlinge oder durch Klimawandel, ist nicht der Wald an sich gefährdet, sondern nur diese eine Baumart. Auch Johann Weibel baut schon länger seinen Wald um. Vor 4 Jahren hat er Schwarzerlen, Ahornbäume und Buchen gepflanzt. Die richtige Entscheidung? In einigen Jahren wird er es vielleicht wissen. Deutsche Höhlenforscher tagen gerade in Nesselwangen im Allgäu. Aber nicht nur in Konferenzräumen, sondern natürlich auch draußen in der Natur. Denn die Bayerischen Alpen, die stecken voller Höhlen. Und da machten die Forscher natürlich sofort einen Abstecher. Das Gamsbockloch bei Balderschwang. Erst vor ein paar Jahren wurde diese Höhle entdeckt. Hier unten wartet einer der größten Höhlenräume in den Bayerischen Alpen. Wir haben hier rechts diesen Tropfstein, das ist ein Stalagnit, der ist zwischen 5.000 und 13.000 Jahre alt, der wurde vor ein paar Jahren beprobt und kann uns Aufschluss geben über die Klimadaten der Vergangenheit. Die Überreste einer Fledermaus. In Bayerns Höhlen leben unzählige Tiere. Es ist bekannt, dass es in den Alpen Höhlenkrebse gibt und dass sie sehr selten sind. Je seltener, desto interessanter. Das heißt, wir erwarten hier in der Gegend neue Arten. Um das Berginnere künftig besser einschätzen zu können, soll die App CaveLife helfen. Forscher können hier Daten über Tiere und Pflanzen eintragen.
Beim Kongress in Nesselwang erhalten die Höhlenforscher auch Tipps, wie sie sich in Stresssituationen verhalten können. Das ist ja in unserer heutigen Gesellschaft auch so ein Thema, auch mal zu sagen, jetzt drehe ich um. Wir haben es oft selber schon erlebt. Stärke zu zeigen in der Natur kann man machen, aber wir haben immer festgestellt, meistens ist die Natur immer der Sieger. Fast alle Forscher arbeiten übrigens ehrenamtlich und bringen in ihrer Freizeit die Geheimnisse der Unterwelt ans Tageslicht. Das mittelfränkische Feuchtwangen hat ja bewegte Zeiten hinter sich in den 1200 Jahren Stadtgeschichte. Und das können Besucher heute Abend in einem großen Theaterspiel auf dem Marktplatz miterleben. Die Geschichte der Stadt Feuchtwangen zu Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs, frei interpretiert aus heutiger Sicht. Okay, das ist gut, gell? Jetzt pass mal auf, gell? P, H, I, L, I, P. Und go, gell? Das Theaterspektakel auf dem Marktplatz der mittelfränkischen Stadt taucht tief ein in die bewegte Historie. Regisseur Alexander Urt hat zum 1200-jährigen Jubiläum einen fantastischen Bilderbogen geschaffen, der zeigt, wie Krieg, Tod und die Pest Feuchtwangen geprägt haben. Ich esse das Brot. Das weiche Brot, das auf dem Marktplatz liegt, das duftet, das einmal Korn auf dem Feld war. Dafür bin ich in die Archive gegangen, habe die Geschichte der Stadt recherchiert und habe dann ein Stück geschrieben über das, was in dieser Stadt passiert. Und wir erlauben uns da auch ruhig einen frechen, humoristischen Blick aus unserer heutigen Zeit über die Zeit. Statt Bühnenaufbauten setzt Regisseur Urt auf Multimedia-Installationen und lässt den Marktplatz auf die Besucher wirken. Mit dem großen Theaterspektakel wagen sich die Kreuzgangsspiele auf ganz neues Terrain. Die nicht von dieser Welt sind. Das ist einfach ein Riesenabenteuer, sowas an einem Ort zu spielen, wo noch nie gespielt wurde. Und ja, das war die Entwicklung bis hierher und da stehen wir heute Abend. Um 21 Uhr beginnt das Stück auf dem Feuchtwanger Marktplatz, mit dem die diesjährigen Kreuzgangfestspiele zu Ende gehen. Und zum Fußball. In der zweiten Liga endete heute das bayerische Duell Fürth gegen Regensburg mit 1:0. Und soeben ganz frisch hereingekommen die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal. Die Bayern spielen auswärts gegen Bochum und Nürnberg muss beim Drittligisten Kaiserslautern ran. Und auch im Allgäu wurde heute gesportelt beim Triathlon und der prominente Favorit Jan Frodeno ging natürlich als erster durchs Ziel, wie so oft schon. Das Allgäu präsentiert sich heute von seiner schönsten Seite und das hat einen guten Grund. Jan Frodeno, der prominenteste Teilnehmer des Triathlons in Bühl bei Immenstadt, ist nicht nur Olympiasieger, er hat auch noch Geburtstag. Pünktlich um 9.40 Uhr Start für die Teilnehmer an der olympischen Distanz. Das bedeutet 1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und schließlich noch eine 10 Kilometer lange Laufrunde. Frodeno liegt von Anfang an natürlich auf Platz 1. Er ist der mit Abstand stärkste Athlet unter den gut 2500 Teilnehmern. Seit 2 Jahren hat der gebürtige Rheinländer alle Wettbewerbe gewonnen, bei denen er an den Start ging. Eine Serie, die weiter Bestand hat. Denn nach 2 Stunden, 3 Minuten und 24 Sekunden lässt sich der jetzt 38-Jährige im Ziel als Sieger feiern. Das war der perfekte Einstieg, denn die Kalorien, die werden Kuchen verzehren werden, die sind jetzt ordentlich verbrannt. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf einen kleinen Kaffeetratsch. Der Allgäu-Triathlon zählt für Frodeno übrigens zur Vorbereitung auf den legendären Ironman auf Hawaii im Oktober. Die meisten Bayern haben ja heute noch mal einen sonnigen Sommersonntag erlebt bei über 30 Grad und wolkenlosem Himmel. Doch Vorsicht, Vorsicht, heute Nacht kippt der Himmel. Hier sind feuchte Aussichten für den Montag. In Bayern kommt es nachts von Nordwesten her zu kräftigen Schauern und Gewittern, teils mit Starkregen und schweren Sturmböen. Morgen ist es in Unterfranken meist trocken und zeitweise sonnig, sonst bewölkt mit Regen und Gewittern. In Franken wird es nachts kräftig regnen und gewittern. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad. Morgen zeigt sich nur in Unterfranken die Sonne, sonst ist es bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 22 bis 25 Grad. Im Osten kommt es nachts zu kräftigen Schauern und Gewittern, Tiefstwerte 16 bis 17 Grad. Morgen bleibt es unbeständig mit Schauern und Gewittern, dazu maximal 21 bis 23 Grad. Und auch im Süden muss nachts mit teils heftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Es kühlt bis auf 14 Grad ab. Tagsüber kommt es zu weiteren Regenfällen und Gewittern bei 21 bis 23 Grad.
Dienstag regnet und gewittert es weiter. Mittwoch gibt es im Süden und Südosten noch Schauer. Am Donnerstag herrscht bayernweit wieder freundliches Wetter bei 19 bis 24 Grad. Und hier wandert der Schmidt-Max jetzt weiter über die Alpen ans Mittelmeer. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Auf Wiedersehen.